die Einsicht bei mir kam einfach zu spät. Und meine Eltern hatten erstmal, die haben mich erstmal 2 Jahre rumdaddeln lassen. Ich fand's in der Zeit okay, aber wenn ich das heute mal überlege. Naja, sie haben sich auch gewehrt. Sie haben mir das Internet weggenommen, PC weggenommen, Tastatur weggenommen, aber ich habe immer wieder Wege gefunden, das alles zu umgehen. Also, wenn man das will, dann kann man das auch, das umgehen. Also, das muss man sich auch als Elternteil mal so denken, aber sie haben es ja nicht gedacht. Die radikalste Tour war dann, als es waren dann irgendwann Sommerferien. Dann bin ich das zweite Mal sitzen geblieben und ja, dann habe ich auch gemerkt, irgendwas habe ich falsch gemacht. Und dann haben sie mir einfach mehr, da hatte ich noch einen Laptop. Da haben sie mir einfach mal den Laptop die ganzen Sommerferien lang weggenommen. Da durfte ich noch eine Woche am PC was machen. Habe ich meistens bei meinem Game verbracht und dann habe ich gesagt, hier, ich komme dann so lange und so lange nicht wieder. Weil bla 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 und so. Hab in der Zeit auch schon aufgehört mit dem Game gehabt und ja, so ist das gewesen. Das war schon richtig, richtig extrem, muss ich wohl sagen. So, wollen wir das mal hier gerade machen. Klack, 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 klack. Also, macht das nicht so wie ich. Ich möchte euch jetzt mal einen Hinweis geben. Also, wenn ihr wirklich schlecht in der Schule seid. Ich weiß genau, wie viel Spaß es macht, den ganzen Tag zu zocken. Bei mir war es, hatte ich sogar das Glück, dass meine Eltern mich, Glück, habe ich es damals gedacht, habe ich damals gesagt, dass meine Eltern mich nie genervt haben. Ich durfte so lange, ich kam von der Schule, also mein Tagesablauf sah ungefähr so aus. Ich kam dann von der Schule, mir war alles scheißegal. Ich so, yo, leck mich an die Füße, sozusagen. Ich habe keine Bocke zu irgendwas zu machen, Hausaufgaben, ach, kacke ich drauf, brauche ich nicht. Sind total uninteressant, der ganze Rotz. Und, pff, ja, zocken. Zocken. Ich kam so um 1:15 war ich zu Hause. Ich hatte sogar immer das Glück, dass meine Mama mich immer abgeholt hat von der Schule mit dem Auto. Obwohl ich nur 5 Minuten von der Schule weg wohne oder so. Hat sie 12 Jahre gemacht. Dann konnte ich selbst endlich Auto fahren. Dann hat sie es nicht mehr gemacht. Und ja, dann kam ich nach Hause, direkt gezockt. Scheiß auf Essen oder so. Zocken, das ist wichtiger. Und dann halt gezockt, meistens noch so bis 1:2. Dann hatte ich keine Lust mehr, weil ich dann auch übelst müde war und ich dann nicht so ultra müde zur Schule gehen wollte. Obwohl mir die Schule eigentlich relativ egal war. Aber irgendwie dann auch wieder nicht. Oh. Und ja, so war halt mein Tagesablauf, ne? Und in den Ferien war es halt ultra extrem. Dann gab es mal so Zock-Sessions von 22 Stunden bis 4 Tage durchgezockt. Also, das war da so Standard, ne? So musste das laufen, halt damals. Wenn du nichts gemacht hast, hast du halt verkackt, ne? So. Wie viel ist das weg? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Weiß ich nicht. Hab ich nicht gezählt. Ich mache einfach so und dann nochmal den hier. So. Ist es auch hell genug hier? Klack, 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 klack. Gehen wir mal hier hoch. So. Dann kommt hier eine kleine Türchen rein, dann kommt da eine kleine Tür rein. Wer weiß, was denn nämlich hier noch in den Richtungen so passiert. Und was hier noch so alles noch geschehen wird in der laufenden Zeit, die wir hier noch in Minecraft verbringen werden. Und ja, also nehmt das mal als Hinweis. Also wenn ihr wirklich extrem viel zockt und ihr die Schule ultimativ verkackt, ganz ehrlich, persönlicher Tipp. Lass das lieber sein. Tut wenigstens ein bisschen dafür. Und wenn ihr nur, ganz ehrlich, was ist es? Was? Es hört sich übelst viel an, vielleicht für euch Suchtis draußen, aber eine Stunde, wirklich nur eine verfickte Stunde am Tag. Das ist wirklich nichts. Du kommst von der Schule, zum Beispiel, ich bin auf Realschule gegangen, hast 6, 7 Stunden, bist so um 1:15 oder spätestens um 2 zu Hause, dann machst du
eine Stunde Hausaufgaben oder lernst noch ein bisschen, dann hast du 3 Uhr. Und dann hast du den restlichen Tag deines. Hast du den restlichen Tag frei! Du hast einfach frei! Du kannst machen, was du willst, dann kannst du zocken, wie du willst. Das interessiert dann keine Sau. Wenn einmal Arbeiten anstehen, ja komm, dann zockst du mal 2 Stunden nicht. Wow! 2 Stunden, ja, das, für einen Suchti ist das viel, 2 Stunden. Da kann sehr, sehr viel passieren in dem Spiel. Na und? Scheiß drauf, Hauptsache du kriegst gute Noten, Junge. Oder Mädchen. Kommt drauf an. Das ist leider so, muss ich offen gestehen. Ich habe es mit eigenem Leib festgestellt. Wenn man gut ist, dann kann man auch durch nichts tun gute Noten schreiben. Aber das ist eher selten der Fall. Sehr selten. Man sollte nicht nur auf das Glück hoffen, weil das Glück kommt einem im Leben leider nicht immer entgegengesprungen. So sieht es nämlich aus. So. Machen wir noch ein bisschen Eisen hier verbrennen. Wollen wir mal langsam hier Kakao abbauen? Wäre ich mal für. So, bauen wir mal ein bisschen Kakao ab. Ja, muss ich noch was fixen hier. Was ich hier mache, weiß ich auch noch nicht so ganz. Das kann ich eigentlich gar nicht mal so lassen. So, bauen wir mal jetzt hier ein bisschen Kakao ab. So. Uiuiuiui. Da kommen die Schneemännchen auch mal zum Zuge hier. So. Können wir wieder mal ein bisschen Kekse backen oder irgendwie sowas. Weihnachtskekse. Pumpkins wollte ich ja noch abkloppen und Melonen und das machen wir jetzt erstmal nochmal kurz hier. Bisschen rumwirtschaften. Es ist einfach mal so fick viele Kakaobeans, ne? Das ist einfach so extrem. Automatisieren wollte ich das auch noch. Wann ich das mache, weiß ich auch noch nicht. Da wollte ich mir ja noch einen Special Guest einladen, aber da weiß ich auch noch nicht, wie ich das gebacken kriegen soll, den einzuladen. Und außerdem brauche ich dafür erstmal noch viel mehr Redstone. Das heißt, wir müssen bald mal ein paar Höhlentouren durchleben. Mal ein bisschen mehr auf Reisen gehen. Wir hocken ja eigentlich fast nur hier rum zu Hause. Ah, das reicht an Kakao. Das wird schon wieder zu viel hier. So, so, so. So muss das laufen. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Hier fehlt noch was. Hier ist noch alles. Ja, ja, ja. Oh, mal sehen, wie viel Dingens ich gleich noch habe, wie viele Kakaobohnen und wie viele Kekse wir denn da rauskriegen. Kann man Kekse eigentlich noch kochen oder sind die dann fertig? Das wäre eigentlich ziemlich lustig. Man müsste eigentlich so einen Kekskuchen backen können, das wäre lol. Das wäre doch mal echt cool. So ein Cookie Pie. So. Melonen baut man schneller mit dem Schwert oder so ab, oder? Ja. So, jetzt bauen wir noch ein paar Melonen ab hier. Ran geht's. So. 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 Kriegen wir doch alles locker flockig gebacken. Sieht eigentlich ganz cool aus mit dem Texture Pack, muss ich echt mal sagen. Ich sollte mal öfters nicht Minecraft spielen, das macht irgendwie gerade richtig Bock, Minecraft zu spielen. Vor allem, weil ich mich auch so gut vorbereite. Ich hatte auch lange genug Zeit, ich hatte jetzt halt sehr, sehr lange nicht, sehr, sehr lange nicht mehr aufgenommen und... Oh, das sind ja Schneemänner! Das wusste ich ja gar nicht. Ist ja cool. So, so, so.
Und Kuchen wollte ich ja noch backen, aber ich weiß gerade gar nicht, wie das geht. Ich glaube, ich mache mal gleich meinen Laptop an und gucke dann mal, wie so ein Kuchen geht. Ah, hier, die Karotten und so sind auch schon fertig. Geile Schitte. Ja, reißen wir jetzt mal hier die ganzen Kartoffeln ab hier. La 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 la. Sorry, wenn das ein bisschen laut ist, aber das ist es nun mal so. Ich bin zurzeit am Überlegen, also ich habe ja jetzt meinen Großmembraner schon und das Mischpult kommt ja jetzt kurz vor Weihnachten. Und dann habe ich mich so gefragt, ja, weil ich das Rocket Coolo 7.1 Headset habe, ob ich mir nicht ein neues Headset hole und das hier halt meiner Freundin schenke, weil sie hat halt keins mehr. Das ist kaputt gegangen, dank mir. Ich habe es im Auto liegen lassen, über Nacht, als es arschkalt war. Danach ging das Mikrofon nicht mehr. Und dann schenke ich ihr halt mein Rocket Coolo 7.1 Headset. Ist ein On-Ear-Headset, tut nach mehreren Stunden tragen arschendoll weh. Und dann habe ich mir jetzt vom Kumpel einfach mal sein Logitech G35 ausgeliehen. Und ja, ich habe das heute mal ausgeliehen, teste das heute und nehme sogar heute damit auf. Es ist sogar heute das Mikrofon davon. Und es hört sich halt, das ist richtig gute Dolby Surround 7.1 Sound, ey, das ist richtig Bombe. Und ich find's bisher richtig geil, ne? Ich denke mal, ich hole mir das einfach nur als Headphones halt, weil ich den 7.1 Surround Sound gerne hören möchte. Und dann später mit meinem Großmembraner dann quassel. Und dann haben wir die optimale Qualität, die es gibt. Derzeit, zum derzeitigen Stand. Bestimmt gibt es in einigen Jahren schon wieder irgendwie was Neues und ein fliegendes Mikrofon mit quadratischen Funktionslösungen, wo du die Quantenphysik berechnen kannst und so, aber naja, ne? So, wo packen wir das denn hin? Ja, hier ist die Nahrungskiste, ne? Hier haben wir erstmal Melonen, Melonen und noch mehr Melonen. Hier haben wir Kokosnuss. Coco Beans. Wie gehen die Kekse denn nochmal? War das so? Ich weiß nicht mehr, wie Kekse gehen. Ah ja, mit Weizen. Ah ja. Oh, wir haben eine vergiftete Potato. Die schmeiße ich jetzt mal hier hin. Du vergammeltes Zeug! Geh bloß von meiner Veranda weg! Was fällt dir eigentlich ein? Ja, jetzt haben wir noch Möhren. Ah, jetzt können wir ja mal ein bisschen wieder die Tiere paaren hier. Das wollte ich ja machen. Da sind unsere bunten Schäfchen alle. Hallo, bunte Schäfchen. Hallo. Oh, ich habe gar keinen Weizen mit. Dann konnte ich ja gar keine Kühe paaren. Egal. Oh, ich paar mal nicht mit Kartoffeln, ne? Was konnte man mit Kartoffeln nochmal machen? Ach ja, Baked Kartoffeln, ne? Das kann ich auch mal machen. Dann hau ich die Kartoffeln jetzt mal in den Ofen da. Mal gucken, was so raus wird. Gebackene Kartoffeln. Oh, hier hauen wir mal Kartoffeln drin. Dann kommen hier mal noch so nicht gebackene Kartoffeln rein.